Du bist das erste Mal mit Level 12 an der alten Festung. Wo und wie angeln wir denn jetzt hier an der alten Festung? Auf was müssen wir achten? Welche Fische wollen wir auf gar keinen Fall fangen? Und welche schnappen wir uns? Also legen wir los hier an der alten Festung. Endlich angekommen. Als erstes gönnen wir uns natürlich hier die Gewässerkarte. Zack, kostet nochmal 5 Silber. Jawohl. Ja, und dann schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz hier ein wenig um. Wir haben hier das Angelgeschäft, dann haben wir hier das Café. Auch hier wieder ganz spannende und neue Fischarten dann mit drin, die wir hier auch am Gewässer sehen. Dann haben wir hier den Fischmarkt. In der Ecke befindet sich dann das Lebensmittelgeschäft. Übrigens, das Lebensmittelgeschäft hier hat an der alten Festung im Game die besten Preise. Heißt also, wenn du irgendwann mal hier noch ein bisschen mehr Weißbrot haben möchtest oder auch Köder skillen möchtest hier mit Weizenmehl und Co., dann kauft man hier am besten ein. Ja, dann haben wir hier natürlich auch noch das Werkzeuggeschäft. Hier sollten wir uns zeitnah mal eine Schaufel kaufen. Und ich würde sagen, wir machen das am besten direkt, denn ich werde heute noch ein wenig Grundangeln machen. Kretsching. Brauchen wir noch etwas? Für den Anfang nicht. Wir werden erstmal nur schaufeln, damit wir darüber neue Köder generieren. Dann haben wir hier die Werkstatt, die brauchen wir zum Glück noch nicht. Wir sehen also auch zu, dass wir unser Setup nicht so schnell verschleißen. Hier gibt es noch so ein Fässchen mit Quas, so einem Malzkräutergetränk. Ja, kann man kaufen, gerade wenn man jetzt natürlich hier wenig Energie hat. Ich spare mir das allerdings auch noch. Da gehe ich doch lieber runter von der Energie. Ich gebe momentan kein Geld aus. Ich habe so viele Sets, die ich mir noch leisten möchte. Das heißt, da habe ich leider kein Geld für. Schauen wir mal als erstes rein auf die Map. Und wir sehen hier ein stehendes Gewässer, einen großen See mit der Insel halt in der Mitte, zwei Brücken, beziehungsweise hier unten noch eine kleine Brücke in den sogenannten Fuß. Ich glaube, es ist recht eindeutig. Der Fuß mit den verschiedenen Bereichen, Ferse, Spitze, Mitte und so weiter. Beziehungsweise hier direkt an der Brücke zum Fuß. Das sind immer auch wieder bekannte alte Spots für die verschiedensten Fischarten. Was machen wir als erstes? Natürlich können wir jetzt erstmal rumrennen und eigentlich genauso weiter angeln wie am Moskito oder am Windenbach. Eigentlich kein Unterschied. Das bedeutet, wenn du Grundangeln als Ziel hattest oder wenn das so deine ersten Schritte sind, dann hast du ja hier hingespart auf dreimal das Feederset Start. Das Video dazu findest du auch hier auf der Playlist. Und dieses Feederset Start verwenden wir natürlich dann auch hier an der alten Festung. Verschiedene Spots können wir ganz entspannt beangeln. Man kann zum Beispiel auch einfach hier hingehen. Man verwendet dann eine Made, man verwendet die Mistwürmer oder einfach den Brotteig und hält das dann einfach mal hier so in diese Grützen rein. Man muss gar nicht so weit auswerfen, nimmt auch am besten relativ kleine Haken und fängt dann hier sowas wie Giebel, Karauschen und ähnliches. Also auch das funktioniert ganz gut. Eine der populärsten Stellen, kann man fast sagen, ist hier diese Area. Gucken wir nochmal eben. Genau. Also hier neben der Insel. Und dann kann man einmal hier vor die Seerosen werfen, in diesem Bereich. Oder eben auch ganz da vorne vors Schilf, dass man da dann nochmal hinwirft. Oder natürlich auch hier an der anderen Seite. Mittlerweile, ja, ich sag mal, mein Favorit ist eigentlich diese Seite hier. Denn wenn mal was Dickes anbeißt, haut der Fisch ja in die andere Richtung ab. Und wenn er dann nach hierhin abhaut, ja, da ist die Map recht offen. Und es gibt so einen guten alten Spruch, an der alten Festung lernt man laufen. Ja, ich denke, auch ich werde hier demnächst meine ersten Fische hinterher drillen.
zusehen, dass ich nicht leer gespult werde. Denn wenn ich mir mein Set so anschaue mit dem Feeder Starter Set, da sind halt immer noch kurze Schnüre drauf. Das heißt, ich muss demnächst erstmal sparen, dass ich mir längere Schnur kaufen kann für meine Feederrouten. Ich habe die Feederrouten bereits ausgerüstet. Das heißt, wir gehen hier einfach mal kurz rein. Das ist ja das Feeder Set Start. Und wir sehen hier 120 Meter Schnur, das normale Blei. Ich habe immer noch einen 18er Haken drauf. Hier wechsle ich mal auf den 14er Haken. Der ist ja original mit dabei. Und ich habe mir zwei weitere Köder gekauft. Warum genau diese Köder? Ich habe die Hoffnung, dass ich hier Schleien fange. Schleie, ein sensationeller Fisch, kann recht kampfstark sein, ist im Trophäengewicht bei 4 Kilo, Super Trophy über, bei 6 Kilo. Das heißt, man hat einen, ich sag mal, mittelschweren Fisch, dessen Gewicht wir doch relativ gut noch rausziehen können. Wenn wir eben auch so einen 2 oder 3 Kilo Fisch dran haben, bringt das dann schon richtig gut Kohle. Natürlich, je höher wir dann wieder in Richtung Trophy-Gewicht kommen, desto besser ist es. Ebenfalls werde ich hier verwenden den Mistwurm, genauso aber auch die Made zum Beispiel. Das sind jetzt so meine vier Favoriten gerade hier. Was man natürlich auch immer wieder machen kann, wäre auch sowas wie einen Regenwurm. Aber als erstes würde ich sagen, rüste ich mal die drei Routen aus mit dem Mistwurm. Es wird schon langsam wieder hell, jawohl. Dann machen wir hier, ich drücke V, auch hier wieder 14er Haken Mais. Dann auf der Taste 3 wieder V. Und dann haben wir hier den 14er Haken mit Käse. So, dann fangen wir wieder an. Hier bei der 1 legen die alle schön nebeneinander. Wir können hier natürlich auch einen Clip setzen, auch wenn wir gerade noch keine Futtermische verwenden. Ich sag mal so 9 Meter. Achtet immer ein bisschen darauf, dass man nicht so ganz ins Wasser reinrennt, sondern dass man so ein bisschen davon wegsteht. Denn mit den Füßen im Wasser, das hat eine Scheuchwirkung, das wollen wir ja nicht. So, 1, 2, 3, da machen wir noch einen Käse dran, auch hier auf 9 Meter. Und dann werfen wir das einfach so entspannt aus. Ihr seht, klack, es macht so einen kleinen Ruck, der Clip geht genau rein. Wir zuppeln nochmal mit Y nach und haben dann jetzt hier, jo, eigentlich so einen ganz klassischen Spot. Großartig jetzt die Bremse reduzieren müssen wir nicht. Das ist das Original-Set, wie es eingestellt ist. Die Bremse ist, wenn wir ja einloggen, original auf Stufe 16 eingestellt. Wenn wir jetzt hier stehen und es funktioniert nichts, was machen wir denn dann? Du stehst hier jetzt an der alten Festung, kommst hier gerade hin, denkst dir, boah geil, Alter, jetzt ziehe ich hier die richtig dicken Dinger raus. Und was passiert? Nichts. Was natürlich immer wichtig ist, wir müssen gucken, dass wir die Haken kontrollieren. Das heißt, immer mal wieder kurz mit Y hier ranzuppeln. Ist da vielleicht schon ein Fisch dran? Zuppelt da was? Und wenn sich da nichts bewegt und wenn da nichts zuppelt, dann müssen wir natürlich irgendwann die Köder wieder wechseln. Auch beim Grundangeln muss man aktiv sein. Achtet da so ein bisschen oder setzt euch selber so ein bisschen so einen Timer und überlegt, okay, ich bleibe jetzt vielleicht so rund 10 Minuten an einer Stelle stehen und dann muss ich aber auch wieder den Spot wechseln. So, das sieht auch schon mal nach einer ganz guten Schleie wahrscheinlich aus. Ich gehe locker mal, mal ganz schnell hoch mit der Bremse hier, die war ja ganz locker eingestellt. Und dann gehen wir hier links, drücken wir rüber, dass der Fisch am besten nach rechts abhaut. Wir können auch ein bisschen laufen. So, und die ganze Zeit hier schön kurbeln. Dann auch mal so ein bisschen den Winkel ändern. Und da kommt der erste Brocken rein. Guck's dir an, Alter. Der erste Fisch an der alten Festung. Ein kleiner Schuppenkarpfen. Pfah. Im größeren Levelbereich will man diese kleinen gar nicht mehr haben. Aber immerhin, es ist ein maßiger Fisch. Wir haben das Häkchen ja oben dran. Er bringt ganz gut XP. Perfekt. Erster Fisch an der alten Festung. Kleiner Schuppi. Das schmeckt doch schon. Also direkt wieder raus damit. Wir machen die Bremse allerdings wieder ein bisschen runter. Und dann stellen wir das Ganze hier ab. Nochmal wieder nachzuppeln. Und dann wieder ein wenig warten und gucken, was passiert. Und wie gesagt, alles beobachten. Wir haben hier den Käse auch noch drauf, auch ein guter Köder. Und wir haben hier ja noch
den Mistwurm drauf. Auch das sind eigentlich alles so schöne Allround-Köder, wo halt viel funktionieren kann. Und wie gesagt, wenn dann hier nichts geht innerhalb von 10 Minuten, beißt da nichts an, dann auf jeden Fall den Spot wechseln. Was sind denn noch weitere wichtige Spots an dem Gewässer? Man kann tatsächlich natürlich auch überall angeln. Du kannst hier langlaufen, denkst dir, ja Mensch, das sieht doch hier ganz schick aus, wirfst die Ruten rein und testest. Wenn du solche Köder verwendest, wie ich jetzt gerade dran habe, dann wirst du überall Ergebnisse finden. Du kannst da drüben gegenüberliegend natürlich auch angeln. Du kannst hier in der Nähe von der Brücke angeln. Also wenn du schon mal im Real Life geangelt hast, schau dir die Stellen an, guck dir die Situation hier an, überall da, wo natürlich auch immer so ein bisschen Struktur im Wasser ist. Das ist natürlich auch immer wieder interessant. Ansonsten, wenn wir mal die Map aufmachen, dann sehen wir natürlich noch ganz bekannte Stellen. Das heißt, hier an der Stelle, das ist eine der wichtigen, die halt immer wieder gut funktioniert. Auch, wie gesagt, gegenüberliegend kann man das gerne testen. Hier oben, das sind die Koordinaten 21, 67. Die sind schon so bekannt, weil man hier halt ständig steht. Ich glaube, es ist hier so in dem Bereich. Da kann man dann gut auch hinwerfen. Auch da so ins Grün. Aber auch weiter davor, da sind wieder so Seerosen. Auch in diesem Bereich klappt das hervorragend auf Giebel und Karauschen. Dann kann man hier unten in diesem Bereich zum Beispiel werfen. Einfach mal hier auch in die leicht tieferen Stellen. Gerade nachts auf Brassen. Brassen halten sich gerne in diesen tiefen Stellen auf. Wenn du Interesse hast, jetzt speziell auf Brassen zu gehen, auch Brassen habe ich schon mehrfach in Videos besprochen und es gibt da einen kompletten Brassen-Guide von den Futtermischen, von den verschiedenen Stellen, von den Montagen, wird da eben alles drin beschrieben. Dann gibt es hier an der Brücke jeweils an den beiden Seiten jeweils gute Positionen, beziehungsweise hier am Campingplatz und natürlich hier unten, wie gesagt, wie gerade schon gesagt, in der Ferse, in der Fußspitze. Gerade wenn ihr mal ausprobieren wollt, auf ganz dicke Fische zu gehen, das heißt, ihr nehmt euch einen dicken, fetten Haken, so einen Einserhaken vielleicht, und dann sagt ihr, boah, geil, Alter, jetzt gehe ich auf Karpfen, jetzt gehe ich auf Amure, dann am besten hier unten testen. Warum? Diese Area hier ist halt so praktisch, weil die Fische nicht abhauen können. Das bedeutet, ihr könnt euch zum Beispiel dann hier hinstellen oder hier hinstellen. Wenn was Dickes reingeht, drillt ihr den Fisch, er flüchtet in die Richtung und kommt hier nicht raus. Das heißt, ihr könnt ihn in der Area müde machen und dann mit der Zeit rausziehen. Wenn der ein Fisch, wenn der dann doch, sagen wir, du stehst hier in der Ferse und er haut nach hier hin ab, über die Brücke hinweg, dann kann das ewig dauern, bis der Fisch müde gedrillt ist, du rennst die ganze Zeit hinterher oder du verlierst ihn vielleicht sogar. So, schauen wir mal eben dran. Es hat, glaube ich, gerade gebimmelt. Hier ist nichts. Können wir wieder stramm ziehen. Hier auch nicht. Was ich mache, ich hebe hoch und drücke kurz die Taste R. Denn wir wissen ja noch aus dem Tutorial, wenn man die Taste R drückt und es ist ein Fisch dran, dann kommt eine Fehlermeldung. Na, guck mal. So soll das doch sein. Köder gewechselt und es geht los. Ich drücke R. Da haben wir doch die Fehlermeldung. So, da kurbeln wir jetzt erstmal so ein bisschen. Und das sieht doch ganz gut aus. Eine schöne Karausche, oder? Jawohl. Schöne Karausche und wieder Grundangelpunkte bekommen, Skillpunkte bekommen. So soll das sein. Auf dem ollen Regenwurm. Heißt, ich habe gerade hier mal den Käse runtergemacht. Ich habe hier den Mais nochmal runtergemacht, beziehungsweise den Mistwurm erneuert. Der war gerade abgefressen und da hat er natürlich nichts gezubbelt. Jetzt hier auf dem Wurm geht es wieder ab. Zack, zack, zack. Das ist schon wahnsinnig so im Blut einfach drin. Sehr schön. Kaulbarsch nehmen wir natürlich auch gerne mit. Dieses Drücken immer auf die R-Taste ist der Hammer. Wisst ihr, höchstwahrscheinlich schon in einem der anderen Videos irgendwann mal gesehen haben. Ich baller da immer auf die R-Taste, auch immer mal wieder in einem harten Drill, um zu kontrollieren, ist der Fisch überhaupt noch dran oder nicht. Ja, das Ködertesten ist eben verdammt wichtig. Was natürlich auch wichtig, wenn wir jetzt hier rumstehen und wir haben ein wenig Zeit, halten wir mal U gedrückt und ziehen uns hier den Spaten, den wir gerade gekauft haben, auf die Taste 5.
Dann können wir hier mit der 5 zwischendurch einfach mal eine Runde buddeln. Ich mache dazu mal eben kurz hier den Energiebalken sichtbar. So, dann sieht man das ganz gut. Wenn wir jetzt hier einmal schaufeln, haben wir erstmal ein Achievement. Zack, und das erste Mal Köderbeschaffungserfahrungspunkte bekommen. Jetzt schiebe ich mich erstmal wieder zurück, denn der ganze Greenscreen guckt da hinten raus. Was wir aber eben noch sehen, wir haben hier keine Energie mehr und jetzt müssen wir warten, bis sich die Energie wieder auflädt. So, schiebe ich mich mal wieder davor. Das heißt, jetzt kommt die Schaufel wieder weg. Wir haben jetzt einmal geschaufelt und die Energie lädt sich eben jetzt mit der Zeit langsam wieder auf. Ist das Ganze denn jetzt so wahnsinnig effektiv, hier an diesem Gewässer zu angeln? Ich würde sagen, ab Level 12 noch nicht zwingend. Die alte Festung ist leider erst effektiv, wenn du die Köderbeschaffung geskillt hast und wenn du die Futtermische geskillt hast. Denn hier sind die Fische dann doch schon vielleicht ein bisschen schwieriger zu befischen. Einfach so wie jetzt hier, ohne eine Futtermische sich hinzustellen und dann hoffen, dass da was reingeht, ist von der Frequenz her nicht so wahnsinnig gut. Es gibt ab und zu mal Stellen, wo das mal wieder ganz gut funktioniert. Wie gesagt, auch gerade da oben in diesem Bereich hier, wo die Seerosen sind, da kann man das auch immer mal wieder ausprobieren. Aber wie gesagt, effektiver ist das eigentlich, wenn man das dann am Moskito bzw. am Windenbach macht. Denn da kann man auch super ohne Futtermische die Fische rausziehen. Gerade eben auch am Windenbach klappt das immer ganz gut. Also, wenn ihr noch nicht so weit seid, skillt als erstes Köderbeschaffung, skillt als erstes Futtermische. Wenn ihr das soweit habt, dann ab zur alten Festung. Dann macht man sich eine Schleienmische, dann macht man sich eine Brassenmische. Und wenn man die dann hat, dann geht es hier ran. Natürlich kann man das hier alles gerne mal auch testen. Dafür soll man ja auch spielen. Es ist ja auch, es soll ja auch Spaß machen. Man will ja auch ein bisschen was rumprobieren. Aber richtig effektiv ist es halt leider so an der alten Festung erst, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen weiter geskillt hat alles. Wir schauen natürlich noch einmal ins Café rein und was die Fische, die wir so geangelt haben, denn so bringen. Also, gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Wir haben tatsächlich hier kleine Karauschen drin. Da muss ich gleich noch ein bisschen weitermachen. Das ist natürlich ganz praktisch. Und das hier oben ist auch wieder das A und O. Wie auch schon in den letzten Gewässern achten wir hauptsächlich natürlich hier auf die obere Reihe. An allen Gewässern gleich ist es, dass diese unteren zwei bzw. drei doch deutlich schwieriger zu fangen sind. Hier ist es so, sechsmal ein Kaulbarsch mit 100 Gramm würden wir durchaus hinkriegen. Wir schnappen uns einen 18er Haken, einen Mistwurm drauf und versuchen dann nochmal in der Nacht speziell auf Kaulbarsch zu gehen. Wobei eben sechs Stück könnte schon schwierig werden, aber so einen Auftrag kriegen wir natürlich hin. So einen Auftrag hier mit einem schwarzen Amur, der ohnehin schon sehr, sehr selten ist, und dann auch noch mit 28 Kilo. Natürlich hätte man gerne jetzt 600 Silber, aber vergiss es einfach. Also gerade im Anfängerbereich keine Chance. Also wie gesagt, angelt auf die Fische, die ihr fangt. Hört sich doof an, aber ist halt so. Geht nicht ans Wasser und sagt, boah, heute fange ich halt den, heute will ich das, sondern rein mit den Ködern, testet, was funktioniert, rausziehen und dann Cash machen damit. Wir gucken gerade nochmal eben rein und sortieren das hier gerade auch nochmal eben nach Preisen. Ihr seht, selbst hier diese ollen Karauschen für zwei noch was, gar nicht schlecht. Schläfergrundeln in der Nacht, einfach nur auf dem ollen Regenwurm, kann man eben auch machen. Wenn dann schon mal so ein kampfstarker Schuppenkarpfen hier reinballert, seht ihr, ist das gar nicht mal so effektiv. Daher eben nochmal, angelt so lange wie es geht und bis ihr die richtigen Köder und Futtermischen habt, am Moskito, am Windenbach, macht da die Kohle und dann erst gezielt mit Futtermische und den richtigen Ködern hier an der alten Festung auf die richtig geilen Brocken gehen. Wenn das Ganze geholfen hat, den Daumen da lassen fürs Video, die Glocke reinballern für mich. Dankeschön dafür und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.